Hallo Leute! Die große Hitzewelle ist zwar schon vorbei, aber ich bin der Meinung, dass noch einige warme Tage kommen und der Sommer ist ja auch noch nicht ganz vorbei. Und deswegen dachte ich mir, ich zeige euch mal, was ich im Sommer so mache, anstatt mir das Gesicht von oben bis unten mit Make-up zuzukleistern, weil ich mit Sicherheit nicht die Einzige bin, die das nicht so ganz angenehm findet. Wenn es so heiß ist und man schwitzt und dann das ganze Make-up und alles verläuft und so, das findet doch keiner angenehm. Aber es gibt ein paar Sachen, die ich doch ganz gerne mache. Nicht immer, also ich habe auch nicht so das Problem, damit ungeschminkt rauszugehen. Aber es macht mir auch Spaß, mich zu schminken und es macht mir Spaß, mein Gesicht zu verbessern. Und ja, deswegen wollte ich euch einfach mal zeigen, was ich so im Sommer an Make-up drauf tue. Und ich habe mir überlegt, dass, weil die letzten Male, wenn ich so Get Ready With Me gemacht habe und so, ich nicht so viel geredet habe, sondern immer alles mit Musik unterlegt, dass ich vielleicht dieses Mal ein bisschen erzähle. Weil, weiß ich nicht, vielleicht hört ihr mir ja gern beim Reden zu. Wer weiß das schon. Also, ich fange an mit Concealer. Ich benutze meistens keine Foundation, weil es eh alles aus dem Gesicht läuft, sondern nur Concealer. Und zwar habe ich mir neu diesen Natural Touch Concealer von Rivaldo Loop gekauft in der Farbe 03. Das ist der dunkelste. Ich bin schon ein bisschen braun geworden und das entspricht jetzt so ziemlich meiner Hautfarbe. Und der kommt ein bisschen unter die Augen, ein bisschen mehr um die Nase rum. Und aufs Kinn. Nina hatte mir erzählt, dass der hier wohl ziemlich gut sein soll. Hat sie gelesen. Also ich bin quasi über fünf Ecken auf diesen Concealer gekommen. Eigentlich wollte ich mir auch mal diesen P2 Concealer kaufen, weil Nina so von dem geschwärmt hat. Aber der geht ja jetzt aus dem Sortiment und ist nirgendwo mehr zu finden. Und ich habe keine Ahnung, ob es dann adäquaten Ersatz geben wird von P2. Und deswegen habe ich mir den mal angeguckt und muss sagen, dass ich den bis jetzt ziemlich gut finde. Also der ist gut in der Anwendung. Der hält gut, der hat eine sehr, sehr gute Deckkraft, finde ich. Und deswegen kann ich den euch eigentlich nur empfehlen. Vor allem ist der super günstig. Ich weiß nicht, was kostet der? 2,50 Euro? 3 Euro? Ich weiß es nicht. Ist auf jeden Fall überhaupt nicht teuer. Und wie man sieht, bringt der ein ganz gutes Ergebnis. Auf einzelne Punkte trage ich den dann in einer zweiten Schicht auf. Auf die Wange nochmal so punktuell. Das wäre einmal das. Dann wende ich mich den Augen zu. Und da benutze ich auf dem Lid in so einem ganz, ganz leichten Wash of Color nur. Wie könnte es anders sein? My First Copperware Party von Catrice. Das ist mein Go-To-Lidschatten, wenn ich nicht weiß, was ich machen soll. Nehme ich den. Und den trage ich nur mit dem Finger so ein bisschen aufs bewegliche Lid auch auf und konzentriere mich da auch eher auf den Außenwinkel. Und es reicht auch eigentlich, den da mit dem Finger zu verblenden. Nächster Schritt für die Augen ist Mascara. Und gerade wenn es heiß draußen ist und man schwitzt, ist es wasserfeste Mascara. Ich habe eigentlich bis jetzt noch nie wasserfeste Mascara benutzt, aber weil ich in letzter Zeit immer Panda-Augen hatte, wenn ich rausgegangen bin, dachte ich mir, es ist an der Zeit und habe mir die allerbilligste geholt, die ich finden konnte, nämlich die Essence All Eyes On Me. Die ist total scheiße von der Wirkung in den Wimpern her, finde ich. Also man muss mindestens zwei Schichten auftragen, bevor es ein anständiges Ergebnis hat. Aber sie war günstig und sie hält auf den Wimpern und deswegen ist es okay, sobald es nicht mehr ganz so heiß draußen ist und ich nicht mehr schwitze wie ein abgestochenes Schwein. Nein, halt, man blutet wie ein abgestochenes Schwein. Man schwitzt wie nur ein Schwein. Sobald ich das nicht mehr tue, auf jeden Fall werde ich wieder auf meine anderen Mascaras umsteigen. Aber für den Alltagslook ist es doch okay. Also ich meine, ich muss jetzt auch nicht jeden Tag mit riesigen Dolly-Eyes rumrennen, deswegen beschwere ich mich mal nicht. Was man ja allerdings zugute halten muss, ist, dass sie die Wimpern sehr gut trennt. Das kommt, glaube ich, durch diese Spiralanordnung der Borsten. Also das kann sie. Wenn ihr eine unaufgeregte Mascara haben wollt, ist die in Ordnung. Kostet auch knapp nur unter 2 Euro. Wie ich auch schon im letzten Favoritenvideo gesagt habe, ist momentan mein Gesichtsprodukt Nummer 1 Bronzer. Und zwar der, wie heißt der, hier Sun Club Essence Matte Bronzing Powder für Brunettes und Darker Skin.
Der ist matt, wie der Name schon sagt, und der hat eine schöne, warme Farbe. Und ich benutze das so, naja, wie man wahrscheinlich eine Mischung aus Rouge und Bronzer benutzen würde. Also ich trage es vor allem auf die Stellen auf, auf die normalerweise das Rouge kommt. Und dann verblende ich es so ein bisschen ums Gesicht rum und gehe nochmal so über die Nase drüber. Aber vor allem benutze ich es halt als Rougeersatz. Ich finde, das wärmt das Gesicht schön auf. Das ist eine sehr angenehme Farbe, auch als Rouge. Und damit kann man überhaupt nicht viel falsch machen. Vor allem, wenn man wie ich immer noch keine dunklere Foundation gekauft hat und wenn man welche benutzt, immer noch die aus dem Winter benutzt, ist der Bronzer ganz gut, um das Gesicht nochmal ein bisschen abzudunkeln, und dann fällt es auch überhaupt nicht auf, dass man eigentlich eine zu helle Foundation benutzt. Bronzer ist eine tolle Sache. Warum habe ich so lange Bronzer ignoriert? Ich weiß es nicht. Genau, dann hier noch so ein bisschen und da noch so ein bisschen, und eigentlich brauche ich die Stirn gar nicht mit bronzen, weil die eh kein Schwein sieht. Ich muss mir dringend einen eigenen Pinsel für Bronzer kaufen. Dringend. Ich glaube, ich gehe nachher mal in die Drogerie und gucke, ob das neue Essenssortiment schon irgendwo zu finden ist, und kaufe mir dann, wenn er okay ist, diesen Kabuki. Ich glaube, das wäre ganz gut. So, und damit ist das Gesicht an sich auch schon fertig. Und wenn ich mich ganz frivol fühle, dann trage ich auf die Lippen noch einen Gloss auf oder einen schieren Lippenstift oder so. Da habe ich mir für heute mal den hier ausgesucht von Catrice, den Infinite Shine Lip Gloss in der Farbe 030 Rose Would You. Ja, das ist leider nur ein sehr, sehr, sehr nicht adäquater Ersatz für das The Bare Necessities. Necessities? Aber ich kann dieses Wort nicht aussprechen. Necessity ist es, ne? Nicht Necessity. Das habe ich früher, glaube ich, als Kind immer gesagt. Necessity. Ein bisschen zu viel S drin. Aber das habt ihr im letzten Get Ready gesehen. Der ist mir kaputt gegangen. Und den konnte ich dann auch wegschmeißen. Was ja tragisch ist, weil die Farbe echt schön war. Kann euch das letzte nochmal verlinken, dann könnt ihr euch das angucken. Da habe ich so ein Münd-Gedings gemacht. Ich trage das gleiche T-Shirt wie im letzten Get Ready. Ja. Das ist auf jeden Fall mein unaufgeregtes Gesicht. Ich finde das in Ordnung, das sieht nicht so überschminkt aus. Das sieht nicht aus, als würde ich Party machen gehen, und auch nicht, als wäre ich tatsächlich stark geschminkt, sondern einfach nur so ein bisschen, ja, unaufgeregt. Und dann kann man sich noch überlegen, was man mit den Haaren macht. Ich werde sie nicht offen tragen, weil offen tragen bei diesem Wetter der Tod ist. Ich finde sowieso Haare offen tragen meistens ziemlich unangenehm, und deswegen will ich mir die Haare auch wieder abschneiden. Und überhaupt und sowieso, was bringt es mir, lange Haare zu haben, wenn ich sie nicht offen trage, weil ich es nicht ausstehen kann? Und wisst ihr, was ich meine? Geht es euch auch so mit langen Haaren? Hattet ihr auch mal kurze und fandet das besser? Ich hatte kurze und fand die besser, und deswegen will ich wieder kurze. Und wo sind meine Haarklammern? Ich hätte doch hier irgendwo Haarklammern. Ich weiß es nicht. Ja, deswegen gibt es einen Dutt oder einen hohen Pferdeschwanz bei mir im Sommer und immer eigentlich. Und los die Haare aus dem Gesicht. Ja, wenn ich meine Haarklammern finde, muss ich das noch wegstecken. Und ansonsten wären wir auch schon fertig. Ich hoffe, das hat euch gefallen und ihr fandet es interessant, weil eigentlich war es ja nicht so das mega interessante Make-up. Aber ja, sagt mir mal, was ihr davon denkt und wie ihr euch so im Sommer schminkt. Ob ihr genauso geschminkt rausgeht wie im Winter oder ob ihr da eine ganz andere Routine habt. Interessiert mich alles total brennend. Und ihr könnt es mir mal unten reinschreiben. Ansonsten gehabt euch wohl und ich wünsche noch einen schönen restlichen Sommer und einen schönen restlichen Tag. Und ein schönes Leben und Glück, Erfolg, Wohlstand und Gesundheit. Tschüss!